Ich und meine Freunde haben ein riesiges Problem und das steht genau hinter uns. Nein, es ist nicht Billy. Ups! Freunde, wir meinen den Vulkan hinter uns. Wir haben Angst, dass er die ganze Stadt bald vernichten wird. Ganz genau, der ist kurz vorm Ausbrechen, Ukrie! Oh ja, Leute, wir meinen es komplett ernst. Schaut euch das mal an, der ist schon komplett am Rauchen und die Lava fließt hier schon runter. Und das ist nicht nur alles, Leute. Schaut mal dort vorne, was passiert ist. Mein ganzes Haus ist zerstört worden von einem Lava-Meteoriten. Aus dem Vulkan ist ein Meteorit geflogen, der überall Lava in mein Haus reingemacht hat. Und Leute, da ist einfach jetzt alles zerstört. Leute, wir müssen irgendwie unsere Freunde in Sicherheit bringen. Ganz genau, du hast recht, Simlucky. Wir müssen unsere Freunde von diesem riesigen Vulkan beschützen. Und ich habe da sogar eine Idee, wie wir werden eine richtig sichere Basis bauen unter Wasser. Und dort wird der Vulkan niemals hinkommen, weil die ist einmal unter der Erde und zweitens, die ist auch unter Wasser. Und Wasser hält Lava fern. Wasser mit Lava ist Obsidian. Das heißt, Lava kann nicht zur Basis kommen. Ganz genau, Leute. Das ist unsere einzige Möglichkeit, diesen riesigen Vulkan aufzuhalten. Oxy, Oxy, hast du gehört? Ich und Simlucky werden jetzt eine richtig krasse Unterwasserbasis bauen. Oh ja, aber beeilt euch. Ich passe nur auf unsere ganzen Freunde auf. Okay, wir werden euch beschützen, Freunde aus dem Mukri City. Schnell, beeilt euch. Wir haben 20 Minuten Zeit. Okay, wir beeilen uns ja schon. Simlucky, hast du schon die Materialien ausgerüstet? Okay, aber welche Materialien? Wir sind doch im Survival-Modus. Wir haben nichts. Ganz genau, Leute. Simlucky, du hattest ja eben noch den Kreativmodus, aber der wurde uns weggenommen, Leute. Der Vulkan hat uns den Kreativmodus weggenommen. Deshalb brauchen wir unbedingt eure Hilfe. Wir müssen in den Kreativmodus, um die sicherste Unterwasserbasis aller Zeiten zu bauen, damit wir unsere Freunde beschützen können. Ganz genau, Leute. Lasst ein Like da unten ab. Abo in 3 Sekunden. 1, damit wir einen Kreativmodus haben, 20 Minuten kriegen. Und 3. Schnell liken, abonnieren, Leute. Bitte, 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 damit wir unsere Freunde beschützen können. Boom, Leute. Simlucky, schau mal. Ich kann fliegen. Wir sind im Kreativmodus. Das heißt, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Weil schau mal, da steht nur 20 Minuten. Simlucky, wir haben nur 20 Minuten Kreativmodus. Das ist gar nicht gut. Wir müssen uns echt beeilen. Okay. Wir müssen Nelly retten, okay? Ich will ja mit ihr noch Kinder machen. Warte mal, du hast einen Crush auf Nelly? Ja, ich will sie heiraten, Ukri. Ey, willst du sie etwa auch heiraten, oder was? Auf keinen Fall, Simlucky. Ich bin doch viel zu jung für sowas. Naja, ich würde sagen, wir müssen hier vorne die Untergrundbasis bauen. Und ich habe schon eine Idee. Wir müssen erstmal hier vorne ein riesiges Loch reinmachen. So, Simlucky, ich habe eine gute Idee. Lass uns für die Untergrundbasis, für die Unterwasserbasis, meine ich, hier vorne uns eine Stelle markieren. So, zack. Und wir markieren uns da hinten eine Stelle. So, und hier gehen wir komplett runter, okay? Simlucky, wir gehen komplett runter, damit wir... Willst du ein Loch machen mit der magischen Axt, oder was? Ganz genau. Schau mal, wenn wir uns diese Stelle noch markieren und den Command eingeben, /cut, dann haben wir ein riesiges Loch hier drin schon mal. Ich habe auch eine Idee. Wir machen es einfach mit TNT. Nein, auf keinen Fall. Das ist dann voll ungerade. Das ist voll die schlechte Idee, Simlucky. Aber weißt du was? Stimmt, du hast recht. Wir wollen ja nicht nur eine Untergrundbasis haben, sondern eine Unterwasserbasis. Deswegen werden wir hier vorne... Schau mal, was jetzt passiert. Das ist voll noobhaft. Ich sag dir ehrlich, nee, stopp mal ganz kurz. Das, was du gerade gemacht hast, voll blöd. Das muss sicher sein. Denk doch mal nach. Guck mal, was ich jetzt machen werde. Musst du da drüber es wieder zumachen, oder? Nein, nein, nein. Ganz anders, Ukri. Und boom! Yo, aus Diamanten willst du die ganze Basis machen? Nee, warte mal. Das ist falsch, das ist falsch. Doch, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, Simlucky. Nee, Ukri, so, besser. Nein, nicht aus Redstone. Das ist überhaupt nicht sicher. Am besten machen wir es durch aus Diamanten. Okay, weil du heute Geburtstag hast, machen wir mal mit Diamanten. Seit wann habe ich heute Geburtstag? Hast du nicht heute Geburtstag? Nein, habe ich nicht, Simlucky. Egal, schau mal, hier vorne können wir sogar das alles aufmachen und das Wasser kommt hier nicht mal rein. Hä? Guck mal, das Wasser kommt hier nicht mal rein. Das ist ja voll gut gemacht. Schau mal, Simlucky, als nächstes nehmen wir uns Glas und wir werden hier vorne alles mit Glas zudichten. Nicht, dass das Wasser hier irgendwie aus Versehen reinkommt. Und dann wird unsere ganze Basis unter Wasser einfach überschwemmt. Okay, du bist echt lost, ne? Weißt du das? Warum das? Ja, pass mal auf, Junge. Was für Glas? Hä, was sagst du da? Schau mal, wir nehmen einfach verstärktes Glas. Verstärktes Glas? Das ist Panzerglas. Panzerglas? Okay, du hast recht. Das ist eigentlich echt besser, oder nicht? Weil dann kommt hier kein Meteorit irgendwie vom Vulkan rein, der voller Lava ist. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist unzerstörbar. Geh mal zur Survival-Mode und versuch das kaputt zu machen. Warte mal, echt? Okay, dieses Glas können wir kaputt machen, aber das hier nicht. Schaut, Leute, das ist so stark wie Bedrock. Das ist krasser als Bedrock. Krass. Okay, das hätte ich nicht gedacht, Simlucky, dass du so viel Ahnung hast vor Panzerglas. Ja. Warum hast du so viel Ahnung von Panzerglas? Ich hätte gedacht, du hast ein bisschen mehr Ahnung. Ach, es tut mir leid, Simlucky. Wir haben uns alle enttäuscht. Du bist verlost, ne? Ja, okay, ja, ja. Warte, einen Moment mal. Lass das hier mal alles ein bisschen breiter machen und ein bisschen größer, weil ich meine, unsere Glaskuppel ist bisher noch ziemlich klein. Ich will das Fenster ein bisschen größer machen, damit wir eine richtig schöne Aussicht haben auf den Ozean hier vorne.
So, auf das Meer, Leute. Stimmt. Jetzt ist sie noch kleiner, aber wir müssen so eine fette Basis bauen. Oh ja, hier vorne, zack, ich meine, wir bauen ja auch schließlich zwei Betten, ne? Eins für mich, eins für Nelly und eins für dich irgendwo. Nein, wir brauchen nicht nur zwei Betten, wir brauchen viel mehr Betten. Was redest du, Rocky? Wir haben noch viel mehr. Wir brauchen, ja, du kannst dir viele Betten machen, aber ich brauche und Nelly brauchen nur ein Bett. Leute, der denkt auch nur an Nelly und sich, ganz ehrlich. Aber wisst ihr was? Ich muss meine ganzen Freunde beschützen, nicht nur Nelly und ihn. So, jetzt haben wir hier vorne unseren glasigen Kreis sozusagen reingebaut. Und ich finde, das sieht schon mal richtig cool aus, aber wir müssen das Ganze noch größer machen. Und ich finde sogar, wir müssen die Basis oder das Loch hier ein bisschen größer machen. Wir markieren uns die Stelle. Wir gehen runter, so Lucky. Zack, wir markieren uns die Stelle. Und jetzt gehen wir ein /cut. Zum Glück haben wir unsere magische Axt, damit geht alles so viel schneller. Yo, wie groß hast du es gemacht? Ja, das muss noch größer werden, das Loch, habe ich doch gesagt. Und jetzt machen wir hier vorne die Mauer hin. So, zack. Und ey, das Gute ist, dass wir so weit unten sind, dass die ganzen Meteoriten uns, wie gesagt, nicht hitten können. Und nicht, dass wir irgendwie in der Nacht schlafen und auf einmal überall über uns Lava ist. Und hier unten will ich alles aus Eichenholzbrettern bauen. So, Lucky, schau mal genau so. So, zack, damit das auch ganz, das muss ja richtig gemütlich sein. Ich weiß, die Matten sind zwar sicher und so, aber die sind auch ein bisschen hart und das Ganze muss hier gemütlicher sein. Oh, das hast du sehr gut gemacht. Hier ist ein weiteres Loch und hier backt es sogar ein bisschen. Hä? Aber ich kann hier einfach durchschauen. Ganz komisch. So, wir machen hier vorne den Boden hin. So, der Boden ist aus Holz. Im Lucky, nimm mal auch die Holzbretter und bauen ihn hier so aus Holz. Ich glaube, das sieht richtig cool aus, finde ich. So, hier geht's so weiter. Wir machen so alles rund, oder was? Ja, ganz genau. Unsere ganze Basis wird so rund, weißt du? Aber wir werden hier vorne noch so einen weiteren Raum reinmachen. Das ist ja nur der Anfang. Ich habe eine Idee. Wir machen Pool im Pool. Hä, warte mal. Wir machen unter Wasser einen Pool rein. Ja, ganz genau. Hier ist Wasser, aber im Wasser machen wir noch einen Pool. Aber lass ihn nicht hierhin machen. Lass da einen extra Raum gleich reinmachen, okay? Erstmal machen wir hier vorne noch einen Raum rein. So, wo soll der hin? Und Leute, wie groß soll der sein? Ich würde sagen, wir machen den hier vorne rein. So, zack. Dann gehen wir hier in die Richtung einmal. Dann machen wir so ein riesiges Loch hier rein. Oh, hier vorne ist Wasser. Hier müssen wir aufpassen. Markieren uns die Stelle. Und jetzt gehen wir ein /cut. Dann /... Walls, Diamantenblöcke wieder. So, sehr gut, Leute. Jetzt haben wir hier vorne so einen kleinen Raum. Und ich finde, der muss sogar ein bisschen größer sein. Wir müssen ja für jeden einen Raum machen. Für Orksi, für Nelly, für Lea, für Billy. Ey, da müssen wir auch überall verschiedene Farben platzieren. Also verschiedene Betten platzieren mit verschiedenen Farben. Oh ja, stimmt, du hast recht. Ich würde sagen, welchen Raum machen wir jetzt erst? Meinen mache ich ganz am Schluss. Aber erstmal müssen wir einen Raum für Orksi machen, okay? Weil Orksi hat es sich verdient. Er passt gerade für alle auf. Deswegen müssen wir hier vorne mal einen Raum für Orksi machen. Ich habe sogar eine Idee, aus was wir den machen werden. Aus Smaragden. Ganz genau, das hatte ich auch vor. Wir werden den Raum von Orksi aus Smaragden machen. Oh nein, wir müssen aufpassen, hier vorne kommt Wasser rein. So, zack. Bauen wir schnell zu, so, und jetzt machen wir schnell den Raum zu Ende. Wir machen den voller Smaragde, Leute. So, zack, zack, zack. Und was Orksi auch richtig mag, sind Schildkröten. Das heißt, wir müssen hier auch ein kleines Aquarium reinbauen mit Schildkröten, Leute. Jeder unserer Freunde wird einen Raum heute bekommen, wo drin er leben kann, sozusagen. Und ganz am Schluss bin ich echt gespannt auf deren Reaktion, ob die sich freuen werden, dass wir so eine sichere Basis für die gebaut haben. So, einmal außen auch nicht vergessen. Und Leute, ey, das ganze Wasser nervt so hart, ne? Ja, weil es hier alles durchkommt. Aber keine Sorge, am Schluss werden wir das hier alles zugebaut haben. Und schon haben wir die Grundstruktur für den ersten Raum für Orksi fertig. Jetzt nehmen wir uns schnell ein Schild und schreiben schon mal hier hin. Und am besten nehmen wir uns auch so ein grünes Schild, weil Orksis Lieblingsfarbe ist grün, Leute. Wir schreiben hier vorne hin Orksis Raum. Hier oben. Orksis Zimmer, Leute. Leute, wir starten uns sofort im Bett und das platzieren wir hier oben oder unten links, meine ich natürlich, im Zimmer. Und weißt du, was ich oben platzieren wollte? Wir wollen hier oben, wir nehmen uns Glas, so, am besten auch grünes Glas. Wir machen das ganze Zimmer aus grünem Zeug, Leute. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist. Orks Lieblingsfarbe ist ja grün, meine Lieblingsfarbe ist natürlich blau. Simnakis ist rot, ja, ich weiß, es ist nicht die coolste Farbe. Oh, oh nein, hier kommt gleich Wasser rein. Was redest du da? Ja, na klar, Junge, blau ist viel besser. Schreibt ihr in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist. Ist es grün wie Orksi? Ist es rot wie Simlucky? Ist es blau wie meine? Oder ist es pink wie Leas? Oder ist es lila wie Nellys? Stimmt. Wow, das sieht ja voll cool aus, das Aquarium. Jetzt müssen wir nur noch Schildkröten reinsetzen. So. Wir machen ganz viele Schildkröten rein. Und wir machen sogar hier vorne so Schildkröten-Eier rein. Wo die Schildkröten-Eier kommen, neben Orksis Bett. Wir nehmen hier uns so eine Schublade. Der wird die dann immer aufwärmen. Irgendwann schlüpfen da Schildkröten raus. Orksi wird die dann aufwärmen, oder was? Der wird die Eier brüten. Orksi wird Eier brüten. Schildkröten-Eier. Ist so Orksi etwa auch eine Schildkröte? Leute, der ist, glaube ich, auch eine Schildkröte. Wir müssen sich aber einen Schildkrötenhelm auf. Der ist zur Hälfte eine Schildkröte. Ja, glaub auch, Leute. Der ist nämlich grün. Ninja Turtle. Der ist voll. Ich glaube, der hat sich verwandelt in letzter Zeit. Ne? Der ist einfach zur Hälfte Schildkröte geworden. Naja, Leute, ich würde sagen, hier vorne ist das Zimmer für Orksi. Hier sind sogar Schildkröten-Eier. Genau neben seinem Bett. Wie cool ist das denn? Was fehlt denn noch, Leute? Am besten platzieren wir noch hier vorne so ein Gemälde. Oder richtig cool wäre doch eigentlich ein Tisch. Ein Tisch darf natürlich im Zimmer nicht fehlen. Wir müssen Orksis Raum hier ein bisschen ausbauen, damit wir noch Platz haben für einen Tisch und für einen Stuhl, wo er seine Hausaufgaben machen kann. Denn, Leute, er geht ja auf die Schildkrötenschule.
So, hier vorne kommt der Tisch hin und dann schnappen wir uns noch einen Stuhl. So, und jetzt platzieren wir hier den Stuhl und den Tisch einmal dort rein. Ich finde, das ist uns auf jeden Fall richtig gut gelungen, das Zimmer für Orksi. Ist eigentlich auch voll gemütlich. Okay, mit pass mal Smaragden, auf, in der Zeit, wo zusammen. Du da Orksis Zimmer gebaut hast, habe ich schon Billys gebaut. No way, als ob du Billys Zimmer gebaut hast. Warte, schau mal hinter dir. Ich komme gleich sofort, ich platziere hier vorne nur noch so ein richtig süßes Kuscheltier für Orksi. Das habe ich ihm extra gebastelt, Leute, schaut euch das an. Einfach so eine richtig süße Schildkröte. Wo können wir die platzieren, wo noch ein bisschen Platz ist? Ich platziere die einfach hier vorne neben seinem Tisch, Leute. Auf diesen Smaragden drauf. So, zack, hier kommt die süße Schildkröte an. Schaut euch das an, wie süß die aussieht. Und jetzt brauchen wir natürlich noch echte Schildkröten. Wo sind meine Schildkröteneier, Leute? Hier vorne ist das Schildkrötenei und die platzieren wir hier rein. Einfach so eine kleine Schildkröte und so eine größere. Das ist die Mutter von der Kleinen. Und da ist der Papa. Und jetzt machen wir das Ganze wieder zu. Hey, kommt mit euch raus. Rein, rein. Ey, schlag doch nicht Orksi Schildkröten, der wird dann richtig sauer. Ey, was machst du, Junge? Wir geben natürlich der Schildkröte auch einen Namen. Wie sollen die heißen? Orksi, Orksis Kinder nennen wir die einfach, weil die, ich meine, der mag seine Schildkröte so wie seine Familie, deswegen ist das jetzt einfach die Familie von Orksi sozusagen. Der ist ja eh zur Hälfte eine Schildkröte. Okay, Leute, aber Orksi will auch bestimmt seine Privatsphäre, deshalb bauen wir hier alles nochmal zu, so am besten mit Holz. Zack, zack, zack. Und Freunde, hier vorne machen wir dann eine Tür rein, aber eine ganz besondere Tür, nämlich eine Smaragdtür. Schau dir das mal an. Ich habe hier extra eine Smaragdtür besorgt. Schau. Und hier vorne, zack, die platzieren wir hier. Das ist einfach eine Smaragdtür. Die kann man aufbauen und wieder zumachen. Ja, das ist voll cool. Hier ist also sozusagen Orksis Zimmer. Wir nehmen hier vorne nochmal das Schild raus. Und dann platzieren wir das hier drüber nochmal. Let's go, Leute. Wir haben das erste Zimmer fertig. Hier noch ein bisschen Teppich hin. Und jetzt ist es übelst gemütlich, Leute. Schaut euch das an. Und Sablaki, du hast wirklich hier Billys Basis gebaut, oder was? Ist das alles? Ja, okay, stimmt. Genauso mag es doch, Billy. Ey, aber das steht doch voll. Was ist das da vorne? Ist das etwa Pups? Ey, ich glaube schon. Das habe ich irgendwo gefunden. Das war da oben. Oh nein, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Den ganzen Raum müssen wir hier unbedingt kontaminieren, Leute. Das heißt, wir werden hier vorne alles zubauen. Oh nee, wir machen das so, Ukri. So. Ja, hier kommt keiner rein, außer Billy. Das ist Nukleargefahr. Das ist ein Pups, ist so schlimm, Junge. Das stinkt, als ob eine Nuklearbombe ausgebrochen wäre. Komm mal kurz rein. Hier stinkt's. Guck mal in die Kiste rein. Was ist denn da? Eine Erdtruhe 9000. Erdtruhe 9000. Da passt einfach nur eine Sache rein, Leute. Was ist dein Lieblingshaus? Hier ist ein Frosch von Billy, oder was? Ey, warte mal. Du hast dein Bett vergessen. Du hast es wieder weggebaut. Ich platziere hier sein Pupsbett. Der mag doch so Pupsbett. Der Man ist einfach braun, als ob der da reingepupst hat. Okay, das ist respektlos, was wir da machen. Nee, Billy mag das doch wirklich so, Leute. Ihr denkt, wir machen uns über ihn lustig, aber der mag das wirklich so. Ach, okay, Leute, das ist jetzt sein Zimmer. Warte, wir brauchen noch für ihn eine Tür. Ich würde sagen, wir schnappen diese Tür. Die passt perfekt für Billy. Die platzieren wir einfach hier vorne so rein. Zack. So, Leute, das ist Billys Zimmer. Aber weißt du was, wir machen das hier noch ein bisschen cooler. Wir nehmen uns hier die Erde und machen das alles zu. Oder wir nehmen uns die Diamanten. Und so, zack, zack, zack. Und hier ist Simlakis Zimmer. Ich meine Billys. Billys. Hast du gerade gesagt, es ist mein Zimmer? Ja, Junge, ich dachte, du magst auch Pups. Es tut mir leid. Hey, Ukri, du redest auch gerade nicht von dir selber. Oh, Mann. Ey, aber wir haben nicht viel Zeit. Der Vulkan bricht gleich aus. Wir müssen weitermachen. Warte, solange du... Mit welchem Zimmer machen wir weiter? Nelly? Lass uns weitermachen mit Nellys Zimmer. Das wird ein Mädchenzimmer. Da müssen wir echt darauf Acht geben, dass wir alles dort gut machen. Aber das Ding ist, das Problem ist, wir sind keine Mädchen. Ja, wir haben keine Ahnung. Stimmt, die sind ja auch eigentlich in Simukri City. Ich glaube, die machen gerade Urlaub, die können sowieso nicht von diesem Meteor getroffen werden. Okay, das ist dann sehr gut. Das ist sehr gut, dann brauchen wir kein Zimmer für die zu bauen. Aber auf jeden Fall für die, die eben da waren. Also Lea fehlt noch eins, Nelly fehlt noch eins und für uns beide fehlt ja auch noch eins. Darfst du auch nicht vergessen. Stimmt, wir müssen es beeilen, der Vulkan bricht doch gleich aus. Ganz genau, ich mache das Loch hier ein bisschen kleiner, damit hier nicht irgendwie die Lava reinkommt. Weil wir müssen das ja oben eigentlich auch abschichten. Weißt du, sonst ist hier einfach ein Loch rein und drin und dann kommt da einfach die Lava durch. Stell dir vor, die fließt hier einfach rein. Und nein, der fackelt schon überall, der Vulkan da oben. Das ist gar nicht gut. Oh no. Okay, wir müssen das hier irgendwie jetzt abschichten. Ich habe da sogar, glaube ich, eine Idee. Wir nehmen uns so eine geheime Falltür. Komm mal hier runter. Ich mache hier schon einen krassen Bereich wieder für uns. Einen Moment mal. Ich nehme hier vorne noch so einen geheimen Block, der hier alles richtig geheim abschichten wird. Wo ist denn die geheime Falltür? Hier vorne ist sie. So, Leute. Wenn man die hier vorne so eine geheime Falltür hin, jetzt kann man das hier öffnen und dann kann man da einfach runter. Und am besten, man landet halt auch im Wasser. Das heißt, wir werden hier vorne so eine geheime Falltür reinmachen. Am besten da, ganz genau, Leute. Und den Rest machen wir hier überall zu. So, zack, 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 zack. Hier vorne machen wir jetzt ein Schild hin, Leute. Und hier kommt so ein Pfeil nach unten sozusagen. Ich hoffe, man kann das erkennen, dass man da runter muss. Dann öffnet man das hier und dann kann man da runterspringen. Aber Leute, man muss natürlich hier auch im Wasser drin landen. Das heißt, wir werden hier unten... Ey, macht das Wasser ein bisschen größer. Wasser platzieren. Nicht, dass man da nicht reinfällt. Stimmt, wenn man das hier ein bisschen größer... Stellt ihr vor, Billy fällt hier runter. Der fällt dann bestimmt daneben. So, jetzt müsste das auf jeden Fall sicher sein. So, zack, 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 zack. Was ist das denn, Sablaki?
Das ist die Billy-Waffe. Das ist die Pupsi-Attacke, zeig die mal her. Oh, oh geht, es eklig. Crash, ey, hör auf damit, Zimblacki, das ist ja fies, Junge. Leute, wir dürfen natürlich oben das Licht nicht vergessen und das machst du sehr gut, Zimblacki. Aber einen Moment mal, wir müssen hier vorne noch eine Linie bauen. Noch eine gerade und zack, jetzt da drüber überall Redstone, damit das auch angeht. Sehr gut. Das Licht ist an. Nee, hier rechts ist das noch nicht an, Zimblacki. Was machst du denn? Was machst du denn? Ey, das hast du gerade dahin zugefügt. Sollen wir nicht lieber Glowstone platzieren? Das brennt von alleine. Nee, das ist sicherer, das ist krasserer, das Licht. Okay, dann platzieren wir das Licht. So, das machen wir wieder zu. Jetzt haben wir richtig viel Licht in unserem Raum. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich glaube, so wird es richtig cool aussehen. Wir machen hier vorne so Leuchtstein rein, also Glowstone. Das heißt, hier vorne wird es jetzt überall leuchten, neben dem Fenster. Das sieht voll cool aus. Das sieht voll cool aus. So, zack. Mega nice. Wow, und jetzt werden wir hier nochmal reingehen in die Unterwasserbasis. Und jetzt müssen wir die anderen Zimmer zu Ende machen. Zimblacki, fang du schon mal an mit den anderen Zimmern. Weißt du, was ich so lange machen werde? Zimmer. Guck mal, ich glaube, es wird sogar cooler aussehen, wenn wir hier vorne einfach so Schleim in der Mitte platzieren, anstatt Wasser. Dann können die hier so drauf hüpfen von da oben. Ich glaube, das wäre eigentlich noch cooler. So. Ganz genau. Und Leute, wir dürfen natürlich nicht unsere Sachen vergessen. Wir brauchen nämlich heute richtig viele Sachen, wie zum Beispiel Kristalltruhen. Die werden wir hier vorne überall lagern. Wir brauchen einen Lagerraum und der wird genau hier vorne sein. Das heißt, hier, obwohl... doch, ich glaube, das passt eigentlich. Wir werden hier vorne so einen Lagerraum reinmachen. Wir müssen das alles hier freiräumen. Und dann werden wir hier vorne Truhen platzieren, wo unsere ganzen Sachen reinkommen. Essen zum Beispiel, Leute, der Kühlschrank, die Küche kommt hier auch rein, wo wir natürlich Essen machen müssen auch. Und wir müssen auch ein bisschen was anpflanzen, zum Beispiel Weizen. Oh, ich baue jetzt Nellys Zimmer. Bau du Nellys Zimmer. Ich hoffe, Nelly wird nicht sauer. Oh, aus Amethysten, stimmt. Nelly mag ja richtig gerne Amethysten. Nein, das passt ich ja weiß perfekt. Doch, was die mag. Ich weiß, was die mag. Alles gut, ich baue das richtig schön. Ich glaube nicht, dass sie die Farbe rot mag. Das Lieblingssachen von Nelly. Bro, die wird richtig ausrasten. Mach auf keinen Fall hier rote Sachen rein. Stopp. Ich weiß, wie Nellys mag. Ich weiß mehr, was die mag. Du nimmst Amethysten, so, zack, und dann platzierst du die hier drauf. Dann nimmst du hier vorne Diamanten. Sie mag Diamanten natürlich. Das stimmt gar nicht. Okay, weißt du, was sie mag? TNT mag sie, ja! Zimblacki, jetzt gehst du aber zu weit, ganz ehrlich. Also, ich glaube, sie mag Amethysten am liebsten. Deswegen werden wir hier vorne Amethysten platzieren. Und weißt du was, lass mal ein Zimmer, ein Mädchenzimmer für Lea und Nelly zusammen machen, oder? Wir müssen die zusammen im Zimmer, du weißt doch, Mädchen, die zicken sich. Nein, alles gut, das passt schon. Die mögen ja beide Amethyst, deswegen passt das schon. Mhm. Schau, hier vorne kommt so eine süße Axolotl. Wir können drauf. Lieber so machen, das ist hier Leas Zimmer und Nelly ist einfach in meinem Zimmer. Nein, das will ich lieber nicht so machen, Zimblacki. Ich glaube, das will die auch gar nicht, ne? Also, bist verrückt? Natürlich will die das. Frag sie selber, die will das. Zimblacki, Alter, ganz ehrlich. Der ist verrückt, Leute. Guck mal hier, das sieht so cool aus mit der mit so einer Axolotl-Stoff hier. Das mag ja Lea richtig gerne. Die mag ja Axolotls und hier vorne so Amethysten. Junge, was machst du denn da? Mach das Axolotl weg, Junge. Wenn das da reinfällt, dann spießt es sich auf. Das ist ein Stoff, die Zimblacki. Jetzt entspann dich mal. Ja, egal, dann geht das kaputt, dann zerreißt das. Guck mal, das ist ein Spitze. Weißt du, was wir auch machen? Wir machen aber, weißt du, woran du mich erinnerst? Wir machen hier wirklich Axolotls rein. Wir machen da wirklich Axolotls rein, hier vorne. Ich erinnere dich an Axolotl, weißt du, woran du mich erinnerst? Nee, an was denn, Zimblacki? Oh, ich zeig's dir. Du hast ein Beef angefangen. Was für Beef, Junge? Ich hab gar nichts angefangen. Schau, daran erinnerst du mich. An einen Villager? Villager. Der Nase ist genauso hässlich wie die vom Villager. Was? Ich hab nicht mal eine Nase bei meinem Minecraft-Skin. Hä, stimmt. Aber in Real Life hast du genauso eine hässliche Nase wie vom Villager. Wir haben gar keine Nase. Oh Mann, das ist mir gerade aufgefallen. Entspann dich, Zimblacki. Guck mal, ich zünd hier vorher die Kerzen an, damit es auch ein bisschen romantisch ist. Wir haben nicht mal einen Mund. Stimmt, du hast recht. Wo ist unser Mund, Leute? Ich kann nicht mehr reden. Komm, hier vorne kommen die Kerzen hin und die zünden wir an, Leute. So, zack. Ey, wir müssen echt aufpassen, dass hier von oben nicht so ein Creeper oder sowas reinkommt. Ne? Da habe ich Angst. Letztens, da habe ich aufgenommen, da haben wir so eine geheime Basis gefunden. Da ist einmal ein Creeper reingekommen, hat alles in die Luft gesprengt. Guck mal, pass mal auf, okay, damit du keine Angst mehr haben musst, habe ich hier eine richtig gute Idee. Ich habe auch eine gute Idee. Lass uns mal über unserer Basis. Ach. Warte, ich habe eine richtig gute Idee. Lucky, über unserer Basis Geschütze. Das passt nicht so. Das ist keine gute Idee. Das passt nicht in unsere Basis. Oh doch, damit werden wir hochfliegen. Leute, damit unsere Basis sicher ist, schaut mal, was wir machen werden. Wir werden hier vorne so Geschütze platzieren und die werden wir ausfahren direkt. Und jeder, der hier zu nahe kommt, der wird dann attackiert, Leute. Aber warte mal, nicht nur, nur Monster lieber. Nur Monster, nicht Spieler. Nicht, dass die anderen noch attackiert werden. Ich oder was? Nur mach das weg, Zimblacki. Wie geht das denn jetzt weg? Ja, pass mal, ich hab keine Ahnung. Lass es einfach dort, ist schön. Nein, das ist gar nicht schön. Leute, mir fällt gerade eine Sache auf. Wir kommen ja gar nicht mehr hoch. Aber Leute, das klären wir natürlich auch.
Wir wären hier vorne einfach. Jetzt ist nicht mein Ding da kaputt gemacht, meine Flugmaschine, dann könnten wir hochgehen. Ich habe eine gute Idee, wie wir hochkommen. Schau mal, wir werden hier vorne so ein kleines Loch noch reinbauen, ein zweites Loch. Hör, warum ist hier überall Lava, Sabaki? Bist du verrückt? Ja, warum verrückt? Das hält Zombies ab, die können nicht springen. Ja, stimmt, Zombies können nicht springen. Aber mach die mal nicht hier vorne hin, mach die noch eins weiter hier. So, zack. Das ist voll klug. Stimmt, da kommen hier keine Monster rein. Das ist voll die gute Idee. Aber Sabaki, weißt du, was ich hier gerade machen wollte? Ich wollte hier gerade... platzieren oder machst du einen krassen Wassertrick? Nee, nicht Leiter, ich mach das viel cooler. Ich mach das mit dem Wasser, ganz genau, damit man schnell hochkommt. Ja, das machen nur Profis. Ich hab gedacht, ganz genau. Wir machen hier vorne Seelensand einmal rein, Leute. So, wir nehmen... Das ist voll der coole Trick, Leute. Damit man auch hier ganz schnell und von der Unterwasserbasis bis nach oben wieder kommt. Und, einen Moment mal, das müssen wir hier machen. So, zack, eins weiter müssen wir. So, Lucky, du musst hier vorne nochmal alles frei machen und dann die Lava nochmal weg. Wir haben jetzt hier unten Seelensand platziert, Leute. Und jetzt werden wir hier überall alles voller Glas machen. So, let's go, Leute. Weil das müssen wir einmal abkuppeln, damit das Wasser nicht einmal durchläuft. Und jetzt platziert... So, Lucky, kannst du auch was anderes sagen außer aha und okay? Dann werden wir hier... Jetzt werden wir hier vorne Wasser platzieren. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich hoffe, das funktioniert halt echt. So, einmal runter da, Leute. Und... Es funktioniert ja absolut schlecht. Hä, das funktioniert gar nicht. Warte, wir nehmen uns noch ein Schild, damit es hier nicht reinläuft. Das geht gar nicht. Das Wasser läuft einfach, das überschwemmt unsere Basis. Warte. So. Mit Lostkopf, Alter. Das müsste doch eigentlich funktionieren, Leute, oder nicht? Da muss... Leute, wir haben es geschafft. Und jetzt schaut euch das mal an. Und wir sind richtig da oben geboostet. Von alleine. Wow. Das ist ja mal mega cool. Guck hier. Wow. Alter, ich wurde komplett da oben geboostet. Yo, wie cool ist das denn? Okay, Leute, nochmal. Und wir gehen da jetzt runter. Nice. Hier landet man auf dem Slime. Und wenn man wieder hoch will, dann kann man hier einfach ganz easy. So, wir gehen mal in Survival-Modus, einfach ganz easy nach oben schwimmen. Wuhu, man wird einfach so nach oben geboostet. Das ist unser Eingang und dort vorne ist unser Ausgang sozusagen. Und jetzt lass uns schnell die Zimmer zu Ende bauen. Hier, okay, Filär und Nanny haben wir das Zimmer schon fertig gebaut, würde ich sagen. Wir machen mal hier vorne Steine hin, weil Axolotls irgendwie die Leben immer noch eine Amethysthöhe platziert, ne? Ein Amethyst, was hast du platziert? Eine Tür. Amethysttür? Wow, die sieht ja voll cool aus. Mhm. Okay, das war eine gute Idee, das war eine gute Idee. So, oh, tut mir leid, Axolotl. Tut mir leid, ich habe dich aus Versehen geschlagen. So, zack. Wir machen hier alles noch aus diesem schönen Stein und dann ist das Zimmer fertig, Leute. Ich fange schon mal mit meinem Zimmer an. Mal schauen, welches cooler ist. Und Zim, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich bin echt gespannt. Mach du mal dein Zimmer und ich mach mein Zimmer richtig cool. Und dann echt, ich bin gespannt, welches Zimmer besser ist. Wir müssen hier vorne nur noch ein Schild reinmachen. Du denkst doch nicht wirklich, dass du eine Chance gegen Kings im Lucky hast. So, hier machen wir einmal Lea und Nellys Zimmer, Leute. Hier kommen auch überall Truhen rein, wo man seine Sachen lagern kann. Eine Werkbank dürfen wir auch nicht vergessen, Leute. Die platzieren wir dann... Wohl, warte mal. Wir platzieren so die Werkbank und danach die da drüber die Truhen. So, zack. Hier kommt noch einmal eine Truhe für jeden rein. Einmal hier bei Orksi eine. Dann, Luke ist ja nicht das. Die Gelbe ist nicht da, Leute, weil Luke nicht da ist, leider. Gerade ist ein Urlaub. Dann hier eine Mal müssen wir auch eine für Billy... Oh, wir haben eine für Billy vergessen, Leute. Für Billy nehmen wir natürlich hier vorne die braune Kühlbox. So, zack. Dann haben wir hier für Simlack hier eine. Die platzieren wir hier. Oh, der baut schon sein Zimmer. Ich muss mich auch beeilen. Ich muss ja meins auch bauen. Und hier eine rosane für die beiden Leute. Und bei mir kommt die blaue natürlich hin. Leute, wir haben noch gar keine Küche. Das heißt, wir müssen hier irgendwo auch eine Küche reinbauen. Vorne bauen wir einen Kühlschrank rein, wo das ganze Essen reinkommt. Let's go. Einen Ofen dürfen wir auch nicht vergessen, Leute. Eine Bratpfanne kommt auch dahin, Leute. So, zack. Zwei Öfen, eine Bratpfanne, Leute, da drauf packen. So, zack. Einmal einen Topf auch da drauf packen. Der kocht sogar gerade. Was? Wir haben hier richtig viel Essen. Tomaten. Das Lucky mag doch voll hier. Meloneneis. Das nehmen wir uns. Sushi ist so lecker, Leute. Sushi. Ich mag Sushi über alles. Apfelkuchen. Stückchen, ne? Hier. Wraps einfach. Boah, Kuchen. Du machst eine Küche. Ja, klar. Und jetzt packe ich das hier alles in den Kühlschrank rein. Wow. Mit dem leckersten Essen aller Zeiten. Boah, was gibt's denn hier alles? Leute, das sind hier die leckersten. Boah, Hamburger. Ich liebe Hamburger. Rein da, Leute. Wow, ist das lecker. Ey, stell dir vor, ihr lebt einfach mit euren ganzen Freunden zusammen. Wir sind in einem richtig coolen Haus, wo ihr kochen könnt und alles. Und wo ihr alles selber machen könnt. Ey, das ist echt richtig geil. Und Leute, wisst ihr was? Jetzt müssen wir unser Zimmer bauen. Also zum finalen Schluss müssen wir unser Zimmer bauen. Und das muss das Coolste von allen sein. Und wisst ihr was, Leute? Ich habe eine richtig gute Idee. Erstmal muss unser Zimmer richtig groß sein. Das heißt, wir werden hier einmal rübergehen und markieren uns die Stelle, Leute. Und wir gehen hier einmal rüber und markieren uns... Ey, Sabaki, was machst du hier auf meiner Seite? Ey, das ist meine Seite, nicht deine. Wir markieren uns diese Stelle hier, Leute. Und wir gehen einmal hier rüber und markieren uns die Stelle hier ganz hinten. Boah, das wird richtig riesig, mein Zimmer. Und zack. Boah, jetzt passt hier so viel rein, Leute. Und Leute, ganz ehrlich, ich will das jetzt so riesig alles machen. Ist mir doch egal. Gebt mir ungefähr eine Sekunde Zeit. Und dann werde ich das zusammen mit euch für Hashtag Team Blau so krass bauen, Leute. Wir bauen auf jeden Fall Holz und richtig viele Materialien. Wir bauen Stufen.
und alles und wir müssen uns echt beeilen, weil das wird das letzte Zimmer für mich, Leute. Und nachher werden wir es vergleichen mit dem Lachis und mal schauen, welches cooler aussieht. Ich werde mich jetzt echt beeilen, Leute. Also alle nochmal Hashtag Team Blau in die Kommentare, weil Blau ist die coolste Farbe von allen hier vorne. Und dann werde ich hier ein riesiges Haus schnell zu Ende bauen. Ein Unterwasserhaus, Leute, welches so cool aussehen wird. So, wir müssen es ganz schnell fertig machen, Leute. Ihr denkt, vertraut mir, es wird einfach mega. Es wird mega. 3, 2, 1 und... Leute, hier seht ihr das Ergebnis, nachdem ich fertig gebaut habe. Boom! Und Freunde, wir sind fast fertig. Wir müssen hier außen noch ein paar Sachen verändern an der Mauer, Leute. Und dann müssen wir schon fertig sein. Und ich zeige euch dann mein Zimmer, Leute, welches einfach cooler ist als das von Zimblacki zu 100%. Zimblacki, hast du schon sein Zimmer fertig? Ich habe meines jetzt schon fertig. Also, ja, wir werden das gleich vergleichen. Wir werden es gleich vergleichen. Einen Moment, Zimblacki. Junge, was macht dein Zimmer überhaupt in meinem Zimmer drin, Alter? Zimblacki, was soll das, Junge? Das ist ja richtig ehrenlos. Ach, okay, egal. Alles gut, ich baue das hier zu. Lass so, mit mich in Ruhe. Okay, Leute, gleich werden wir das vergleichen und dann wird ihr sehen, wie viel cooler meins ist, Leute. Ich drehe mich gleich um, dann seht ihr das auch, Freunde. Schaut das Video irgendwie bis zum Schluss. Mein Zimmer ist das Beste von allen. Zimblacki, gleich vergleichen wir und dann holen wir unsere Freunde und zeigen ihnen diese Basis, okay? Okay, okay, ich bin dabei. So, Freunde, auf den Teppich gehören noch ein paar Teppiche und da sind wir schon fast fertig. So, hier vorne müssen noch beide Betten hin. Nein, kein Doppelbett, ein dreifaches Bett, Leute. So, zack, zack, zack. Und Leute, ich zeige euch das Ergebnis. In 3, 2, 1, boom! Schaut euch das an. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier vorne mein Kuscheltier, Leute, mein Delfin. Das wird mein Delfin sein, der passt perfekt zu meiner Unterwasserhöhle sozusagen. Und ein weißer Fuchs. Leute, es passt alles 1:1. Schaut euch das an. Oh Mann, es ist einfach perfekt. Es ist einfach perfekt. Uns fehlen nur noch die Diamanten an der Seite. Dann zeigen wir das gleich, die ist Lucky. Nur noch die Diamanten hier vorne. So, zack. Ich kann's nicht fassen. Es ist vollbracht. Zimblacki, schau es dir an, wir vergleichen jetzt. Jetzt bin ich echt gespannt, ob deins besser ist. Hast du niemals im Leben selber gebaut? Ja, was ist das denn? Yo, Zimblacki, ich habe mir so viel Mühe gegeben, du weißt gar nicht. Das ist das Coolste von allen. Das hast du niemals selber gebaut. Na klar, Junge, du glaubst nicht. Wie nice ist das denn hier gemacht? Oh ja, Freunde, jetzt schaut euch das ganz genau an. So, Zimblacki, ich fühle dich einmal durch. Komm mal hier kurz her, ich mache eine Roomtour. Also hier vorne kann man sich hinsetzen, ein bisschen chillen. Wir brauchen sogar einen Fernseher am besten. So, wir schnappen uns einen Fernseher, Leute. Die platzieren hier vorne. Aber hast du davor nicht gebaut, weil du gecheatet hast? Nee, Junge, wir platzieren hier vorne einen Fernseher. So, zack. Und jetzt gehen wir... Der ist schief. Warte mal, der ist nicht nur schief, der wird hier verdeckt von den ganzen Sachen hier. Warte mal, wir machen die Pflanze hier weg. Das hier mal drauf. Immer schief. So, nee, passt, Zimblacki, passt. Hier ist unser Fernseher, Leute. Dann ist hier so ein Kamin. Dann geht's hier vorne, schau mal hier vorne. Sieht man einfach den einen Raum von der anderen Seite schon. Aber ich zeig den erst gleich, Leute. Das ist so mein Lieblingsraum. Hier vorne mache ich, glaube ich, noch ein Gaming-Setup rein. Weil hier kann man Schildkröten-Eier kochen. Hier kann man ein bisschen baden. Ey, bist du da reingekommen, Uki? Hier vorne. Einfach von außen. Ja, oh, hier ist sogar ein Aquarium, so wie bei Orks. Hier vorne kann man sich hinsetzen und zusammen essen. Schau mal, hier vorne sind so chinesische Zeichen. Hey, wie hast du das denn alles gemacht? Komm mit nach oben, die Treppe nach oben. Wie hast du die Banner überhaupt gemacht? Ja, Junge, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Schau dir das an. Gott, mit der Bücherei und mit dem allen und mit dem allen. Ja, Leute, das sieht so krass aus, ganz ehrlich. Okay, Ukri, sagt ehrlich, da ist es vielleicht ganz bisschen besser als meins. Oh ja, Leute, genau das wollte ich hören. Und jetzt schauen wir uns den Luckys an. Und am Schluss muss ich euch hier was verraten, Zimblacki. Okay, komm mit. So, komm mit, zack, Ukri. Zack, zack. Also, ich habe nicht so viel Platz gehabt, okay? Aber pass mal auf, das ist meine Küche. Okay. Guck mal, wir haben richtig schöne Aussicht das sieht auf irgendwie, das ist, man hat alles, was man braucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kannst du mit mir nicht vergleichen, ja? Mit mir, meins ist tausendmal krasser einfach, ja? Es ist auch viel größer, Junge. Warum bist du eigentlich, haben wir alle so kleine Zimmer? Okay, und Leute, und damit würde ich sagen, haben wir für unsere Freunde eine sichere Untergrundbasis gebaut. Und Zimblacki, soll ich dir was sagen? Natürlich habe ich das nicht selber gebaut. Ich habe ein bisschen reingecheatet. Niemals kannst du besser als ich. Ja, ich habe das alles abgeguckt, aber trotzdem, Leute, ich würde sagen, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke und jetzt einmal nochmal Hashtag Team Blau in die Kommentare. Nein, Hashtag Team Rot. Leute, wir haben jetzt eine sichere Untergrundbasis gebaut für unsere Freunde und jetzt würde ich sagen, alle Hashtag Team Blau, wir schauen jetzt, ob diese Basis den ausbrechenden Vulkan, der bricht jetzt jeden Moment aus, Leute, wir müssen jetzt schauen, ob diese Basis schafft, diesen Vulkan zu überleben. Leute, Freunde, kommt hier alle rein, holt alle unsere Freunde, wir müssen alle hier rein, schnell, schnell, schnell. So, Freunde, unser Kreativmodus geht jetzt mittlerweile weg und wir haben alle unsere Freunde hier reingebracht, einmal Nelly und Lea, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Ja, ich fühle mich hier so wohl, aber ich würde mich auch besser fühlen mit Zimblacki in meinem Zimmer. Was zum... Hast okay. Gehört, Ukri? Viel Spaß, ne, bei deinem hier Zimmer. Hier vorne ist Billy, ich hoffe, du fühlst dich auch wohl mit deinem Pupsi, mit deiner Pupsi hier, alles stinkt ein bisschen, aber ich glaube, der fühlt sich auch wohl. Und Orks Zimmer ist hier auch vorne mit seinem Schildkrötenzimmer. Orks, das gefällt dir richtig, denn du bist eine kleine Schildkröte. Und unsere Zimmer sind auch fertig. Ich bin jetzt alleine mit Nelly in dem Raum. Wie, du bist alleine? Ey, Zimblacki, bist du verrückt? Der Vulkan bricht jetzt aus. Leute, wir schauen
uns das jetzt an. Oh nein, wir sind im Survival-Modus. Okay, ich muss da ganz schnell hoch. Leute. Zack, zack, zack. Der Kreativ-Modus ist weggegangen. Der Vulkan, hört ihr das, Leute? Der Vulkan bricht aus. Wow, Leute, was passiert hier? Oh nein, der Vulkan bricht aus. Was passiert da, Leute? Oh nein, ich muss in die geheime, sichere Pass. Was zum? Hilfe. Leute, schnell rein. Alles gut. Okay, es kommt nicht an uns ran. Oh, zum Glück, Leute. Ah, das war erst die erste Ladung, Leute. Aufgepasst. Oh nein. Ich gehe lieber schnell in meine geheime Basis. Oh, Hundi, komm mit. Ich habe hier ganz vergessen. Komm mit. Rein da, Leute. Okay, ich hoffe, wir sind hier sicher. Leute, ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob es hier wirklich... Oh nein, okay, pass auf. Was geht ab? Diamanti. Oh, rein da. Renn weg, Okri. Ich hoffe, wir sind sicher. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier drin. Ich hab nicht mal Chance. Leute, lasst ein Like da, Abo, die Kinder. Aktiviert die Glocke. Ich hoffe, wir haben es, glaube ich, nicht überlebt. Okay. Ich glaube, wir haben es nicht überlebt. Nein. Leute, schnell, drückt auf die nächste Folge. Schnell, Leute. Schaut mal bei unserem Vorderkanal. Schaut mal bei unserem. Oh nein. Wir müssen bei Orks hier rein. Leute, drückt auf die nächste Folge. Lasst ein Like da, abonniert die Glocke, und schickt unsere Vorderkanal ab. Und schickt unsere Freunde alle ab. Ciao, Leute. Oh nein. Wow. Alles geht kaputt. Mein ganzes Zimmer ist sicher. Okay, schnell rein da. Hier drauf drücken, Freunde. Ciao.